So, und da sind wir wieder bei The Forest. 2 von 2. 2 von Leck. Ja, ich habe bei dieser Basis jetzt schon einen relativ guten Vorteil, den ich jetzt auf jeder Ecke schießen kann. Und auch noch den Vorteil, dass wenn die bei mir drin sind, kann ich oben einfach auf die Plattformen gehen. Klar, die können mir wahrscheinlich über die Treppen rüber folgen, aber ich weiß nicht, ob die die Treppen benutzen werden. Ansonsten tue ich da eine Tür vor. Geht ja immer noch. Denke ich mal. Moment mal, das muss ja nicht mal sein, dass wir das hier zumachen. Ich meine, kann man machen, aber muss man nicht. Wir können hier nämlich normalerweise auch einfach so durch. Wenn wir das unbedingt wollen. Ja, obwohl, kann ich eigentlich auch so lassen, weil ich denke mal, ich werde noch drankommen. Ich denke. Ich hoffe. Scheiße, da komme ich ja jetzt nicht mehr durch. Hängt da noch was von durch? Ja, da hängt noch was von durch. Zur Not machen wir das ganz kaputt. Oder wir bauen uns einen anderen Eingang da rein. Irgendwie. Oder von der Treppe aus könnte man wahrscheinlich auch noch das bedienen, weil durch die Treppe kann man ja ein bisschen sehen. Kann ich mir vorstellen. Müsste ich nur mal eben auf die Treppe gehen und da runter gucken. Möglichkeit habe ich jetzt noch. Habe ich ja auch gleich noch. Und wir sind direkt hier. Oh, das ist relativ nah an dieser Basis. Mein altes Königreich, das ich von dort oben regiert habe. Ach ja, vielleicht kann es sein, dass um 10 Uhr all das hier, was ich hier jetzt abgehackt habe, wieder da ist. Kommt drauf an, ob die Entwickler sich daran erinnert haben, dass die Bäume wieder da sein müssen. Oder ob die mal wieder so faule Säcke sind und das komplett vergessen. Mal sehen. Vielleicht machen die das mittlerweile auch. Ja, um mich zu ärgern. Kann ja sein. Ah, der will immer seine Bäume wieder haben, weil der so ein großes Projekt hat, weil der gerne was Großes bauen will. Ja, dann geben wir die dem mal nicht. Dann hört er vielleicht auf. Könnt ihr vergessen. Und nein, ihr könnt mich auch nicht daran hindern, weiterzumachen, indem ihr einfach ein Bild von einem Roboter im Flugzeug habt, der fast genauso wie meiner aussieht. Junge, das ist kein Zufall. Ich sehe, was die bezwecken wollen. Ja, ich bezweifle, dass es langsam irgendwie Zufall ist oder so. Ja gut, die würden eigentlich auch schon mit mir in Kontakt kommen, wenn die es wahrscheinlich wirklich wollten. Und dann steht halt jetzt einfach in den Kommentaren irgendwie Kontaktdaten und so. Wäre komisch. Muss die mal anschreiben. Wie das so läuft. Dann kann ich ja vielleicht mal was vorschlagen, was ganz gut im Spiel drin wäre. Ich sag ja schon öfters die Wölfe. Und ich sag euch wirklich, Wölfe fehlen in diesem Spiel. Man kann hier übrigens nicht von oben da dran gehen. Und ob man hier noch durchgucken kann, weiß ich auch nicht nachher. Müssen wir also ganz vorsichtig sein. Ja,
Ich habe gerade dieses eine Geräusch gehört, das kommt, wenn man gesehen wird. Das gibt es aber schon total lange nicht mehr, weil das rausgenommen wurde aus dem Spiel. Also frage ich mich, warum ich das gehört habe. Was ist passiert? Ja, man kann jetzt auch mittlerweile das so machen, dass man hier auswählt, wo die Tür ist. Naja, ne, wo das Schloss ist. Für die Tür. Das wollte ich nur jetzt nochmal richtig machen, sonst habe ich wieder einen Fehler da drin. Ich habe übrigens auch schon den Garten ausgetestet. Ja, der wirkt natürlich mehr, wenn man auch schon ganz viel Zeugs gesammelt hat. Wahrscheinlich bei den Blaubeeren ist der wahrscheinlich am effektivsten, weil die sollte man sich auch wirklich züchten. Das ganze andere Zeug kriegt es ja sowieso in rauen Mengen. So, jetzt können wir hier abschließen. Ha! Da kommt hier keiner rein. Das ist bestimmt ganz nützlich. So, das werde ich jetzt mal zumachen und gucken, ob man da noch durchgucken kann. Oder ob das nicht mehr möglich ist. Und gleich muss ich auch noch gucken, ob ich da jetzt gleich nochmal oben so eine Mauer hinkriege. Kann nämlich sein, dass er die da nicht hingemacht hat, weil das zu nah ist. Natürlich scheiße wäre. So, der Baum steht da so alleine, also mache ich den mal weg, der macht zu viel Schatten. Und da oben dürften eigentlich noch ein paar Totems rumliegen, die könnte ich mir auch ganz gut wegnehmen. Da kann man manchmal gutes Zeug von kriegen. Wie Köpfe oder so. Oder was zu essen, das geht auch. Bin ich auch mit zufrieden. Also ich bin schon gespannt, wie die Basis am Ende so aussehen wird mit dem Haus. Ich will sehen, wie das am Ende so rauskommt. Ich sollte davon eigentlich mal ein Bild machen und das dann auf diese Forest Map draufladen an der Stelle. Denn vielleicht wollen Leute von diesem Spot hier wissen und wie man den ganz gut verteidigen kann. Obwohl, das kannst du eigentlich überall machen, diese Basis. Und die hätte wahrscheinlich denselben Effekt. Und an bestimmten Stellen sogar noch einen besseren. Aber die Bauweise ist, denke ich mal, relativ taktisch gut. Taktisch ist immer gut. Der ist dir auf den Schwanz gefallen, du musst sterben. Lass mich verarschen. Das war ein Hacker. Ja, da wird vermutlich nicht mehr so viel drauf passen. Ja, sag ich ja. Das sieht irgendwie total aus wie ein Höhleneingang, wenn man von weiter da drauf guckt, weil es so dunkel ist an der Stelle. Aber das ist keiner. Schade eigentlich. Man kann noch speichern. Also gut. Das geht dann wohl noch. Und dann haben wir auch noch einen sicheren Save Point, wo keiner drankommt von den Gegnern.
Na gut, da wird auch so keiner drankommen, weil das in einem Haus drin ist, was in einem gesicherten Lager drin ist. Wodurch man doppelte Sicherheit hat. Und durch das, also in das Lager kommt man eigentlich nur rein durch das Tor. Und durch das Tor kommt man nur rein, wenn es offen ist. Und das habe ich in den meisten Fällen zu, wenn ich drin bin. Wenn wir Gegner anhaben. Also, ich würde sagen 100% Sicherheit, aber da wir jetzt noch nicht so richtig getestet haben, jedenfalls kein zweites Mal, und uns noch keine Vorfälle gekommen sind, vielleicht 95% sicher. 95 dürfte ausreichen. Wir müssen nämlich jede Möglichkeit austesten. Wir müssen austesten, ob die über die Bäume reinkommen können. Wir müssen austesten, ob die uns durch die alten Bugs angreifen können. Also, ob die einfach durch die Wand durchklippen können. Weil das war früher so. Und das kann ich mir vorstellen, dass das bald auch wieder so nochmal vorkommt. Wir müssen austesten. Erst wenn wir uns 100% sicher sind, dann können wir auch davon ausgehen, dass diese Basis die beste Basis von der Sicherheit ist. Aber im Moment ist das immer noch diese, ja, Hügelbasis. Weil da kamen noch keine einzigen Vorfälle und ich kann da immer noch in Ruhe leben. Gut, Ruhe ist was anderes, denn man hört dort ständig Gegner ankommen. Die schreien durchgehend. Am schlimmsten sind die Kannibalen. Wobei man eigentlich glauben müsste, dass das der Stamm wäre, weil der kommt ja mit viel mehr Leuten, aber tatsächlich kommen da mehr Kannibalen. Warum auch immer. Von da aus kann man auch immer an den Strand gucken und da laufen die dann auch alle rum. Da sieht man nämlich, wie ja, wie gut die sich da schon daran orientieren. Lol. Wohin der Spieler gehen wird. Also wir wissen halt einfach schon, wo der Spieler hingehen wird. Und das finde ich scheiße. Da sind jetzt zwei drin. Ja, klar. Das war dreist. Jetzt weiß ich nämlich nicht, was davon zwei Stück sind und was davon eins ist. Aus Gründen der Symmetrie mache ich da jetzt an bestimmten Stellen das weg. Damit das besser passt. Sind da noch zwei? Ich habe keine Ahnung. Da sind noch zwei. Das kann man damit ja testen. Ah, fuck. Ich mach die einfach alle jetzt weg. Die können wir nämlich nachher nochmal reintun. Ist, glaube ich, besser so. Dann haben wir das Problem nicht. Und das waren auch zwei. Wir könnten das auch direkt da rein tun und dann haben wir es am Ende richtig, wie wir es haben wollen, aber ich weiß nicht. Warum kann das überhaupt mehrfach da rein tun? Das ist dämlich. Also da hätte ich jetzt gerne dreischichtige Wand, die aber nur in einer Wand
sich darstellt. Keine Ahnung. Wer macht solche Aufträge? Dämlich. Warum muss ich dabei an dreilagiges Klopapier denken? Ich denke nicht, dass das denselben Effekt wie eine Wand hat. Denn das wäre teures dreilagiges Klopapier, wenn das so einen Effekt hätte. Wirfst du so ein Teil erstmal gegen irgendwen gegen und dann kriegt der total was ab. Weil wenn es so wie eine dreilagige Wand ist, dann tut es auf jeden Fall weh. Den Vorteil, den wir uns hier jetzt erbaut haben, ist, dass wir hier jeden sehen können. Insofern sich hier keiner zwischen den Bäumen versteckt. Der Nachteil ist, das wird um 10 Uhr sich ändern. Jedoch sind wir uns da nicht sicher. Weil die Entwickler immer mal irgendwas verhauen. Oder generell irgendwie, glaube ich, keinen Bock darauf haben, das immer zu aktualisieren, dass da auch immer Bäume kommen. Ich finde das einfach den dreistesten Move, einfach mal zu sagen, yo, nee. Weil wer sagt schon erst yo und sagt dann nee. Nein. Warum leckt's jetzt? Irgendwas los? Keine Ahnung. Finde ich auf jeden Fall nicht so toll. Ich mach mal am besten dort vorne weiter. Das wird eine Base. Da kannst du vergessen, mal eben so reinzurennen und dann wieder rausrennen. Da kommst du nicht so leicht rein und kannst mal eben alles mitgehen lassen. Vor allem, weil man nicht alles mitgehen lassen kann. Ich meine, du könntest da alles wegessen von dem einen Futterdingens. Was eigentlich auch eine geile Idee wäre, ne? Was unbedingt mal eingefügt werden soll, ist, dass man das Essen mitnehmen kann. Weil ansonsten würde ich mir vorstellen können, dass da einer das Lager sabotieren will, aber er kann halt nicht das Essen mitnehmen, also isst er das einfach alles weg, kriegt dann Bauchschmerzen, rennt aber noch schnell raus. Einfach der bescheuertste Move überhaupt, aber trotzdem effektiv, weil man damit dem Gegner sein Essen klaut und dieser nicht mehr darauf zurückgreifen kann, also muss er aus dem Lager raus. Einfach drauf warten, dass irgendwann der Gegner sich aus seiner Basis raustraut, dann gehst du rein, nimmst ihm das ganze Essen weg und er muss sich Neues holen. Ansonsten wird er nämlich da drin verhungern und dann hat man eigentlich immer den Vorteil gegenüber denen. So, jetzt fehlt uns nur noch die drei Wände hier und dann machen wir oben drüber noch was. Dann haben wir eigentlich schon dafür gesorgt, dass diese Basis relativ uneinnehmbar ist. Wenn wir das hier jetzt zumachen würden, was wir sowieso für die nächste Folge machen werden. Ja, das funktioniert, glaube ich. Das Blöde ist mit dem Karren. Den darf ich natürlich nicht fahren, sobald wir hier Gegner haben. Also werde ich relativ uneffektiv hier weiterbauen. Dafür haben wir hier eine gute Sicht über alles. In alle Richtungen. Und können hier auch alles verteidigen. Hier kommt nichts rein und nichts raus. Aber größtenteils kommt hier nichts rein. Ja,
ich hätte das Essen aufhängen sollen vorher. Gut, dann würde ich mal sagen, das wär's für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.